Es ist, liebe Schwestern und Brüder, eine neuzeitliche Auslegung des ersten Johannesbriefes, die diese drei Gruppen, die wir heute in der Lesung hören, in einer gewissen Weise wörtlich nimmt. Die Kinder, die Väter und junge Männer. Ein Großteil unserer Gottesdienstgemeinde kann sich zurücklehnen und sagen, schön, da sind ja nur ein paar von uns angesprochen, wir nicht. Die altkirchliche Auslegung, allen voran Augustinus, weiß sehr wohl darum, was der Apostel hier meint. Dass er nicht verschiedene Gruppen einer Gemeinde anspricht und dann nur die männlichen, sondern dass er die unterschiedlichen Lebensalter im christlichen Glauben ein und derselben Person anspricht. So nennt Augustinus die Nativitas der Kinder, die Geburt, das Geburtsstadium des Glaubens, die Antiquitas der Väter, der Glaube, der zur Würde und Weisheit gelangt ist, und die Fortitudo der jungen Männer, die Stärke des Glaubens. Das sind die unterschiedlichen Phasen des Glaubens. Und wir können uns fragen, in welcher Phase wir gerade sind. Das Erste und Wichtigste, was sozusagen zur Geburt christlichen Glaubens gehört und was uns schon oft schwerfällt, sodass unser Glaube oft zu einer Steißgeburt wird oder als wäre es sozusagen eine Querlage, die nicht zur Geburt führen kann, sondern der Geburtskanal ist blockiert. Deshalb ist es gut, wenn wir ein Jahr der göttlichen Barmherzigkeit feiern. Ich schreibe euch, ihr Kinder, ich schreibe euch in das Geburtsstadium eures Glaubens hinein, dass im Namen Jesu die Sünden vergeben sind. Das ist überhaupt die Grundvoraussetzung, im Glauben zu leben. Und bis in die Wortwahl hinein sehen wir, wie die ganze Botschaft des Apostels Johannes zusammenfließt. Das ist ganz großartig. Bis in die Wortwahl hinein hören wir die Stimme des Auferstandenen, der am Ostermorgen in die Mitte der Jünger tritt. Es ist am Osterabend, als sie die Türen verschlossen haben. Er sie anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Auch das ist wie ein, wenn man so will, die Johannesbriefe sind wie ein Echowerk zu der Melodie, die im Evangelium schon angestimmt wurde. Ich schreibe euch in die Anfangsphase, in die Geburtsphase des Glaubens hinein, dass eure Sünden vergeben sind. Das ist das Werk Gottes. Es ist das Werk des Auferstandenen, aber gebunden an die Gemeinschaft der Kirche. Wem ihr die Sünden vergebt. Das wird heute schnell vergessen, aber es ist Grundlage des Evangeliums. Und erst durch dieses Geschehen und durch dieses Erleben erfahren wir, wer der Vater wirklich ist. Dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Dann ist man schon zu Alter und Weisheit und Würde im Glauben gelangt. Und es gehört zur Stärke des Glaubens, dass wir in aller Anfechtung wissen, dass das Böse besiegt ist und dass der Böse besiegt ist. Deshalb führen sich ja manche Dämonen so unglaublich penetrant und frech auf, weil sie besiegt sind, weil sie überhaupt keine Macht mehr haben. Umso schlimmer ist es, dass sie manchmal gerade an uns, manchmal auch gerade in diesen heiligen Tagen demonstrieren wollen und wir manchmal in Schwäche, als seien wir noch gar nicht geboren, im Glauben dem erliegen. Und schließlich, am Ende unseres Abschnittes, wird die Melodie des Johannesprologs wieder aufgenommen. Alles, was in der Welt ist, hier geht es nicht um das, was wir sehr schnell mit Weltverachtung beschreiben. Wir fragen dann sehr schnell, und es gibt durchaus auch Theologen, die das dann immer bekritteln und sagen, ja, aber warum, es geht doch gar nicht um Ablehnung, es ist dann gleich Ablehnung der Schöpfung. Welt bei Johannes ist immer die Welt, die gegen Gott aufsteht. Welt bei Johannes ist immer die Finsternis, die das Licht Gottes nicht einlässt. Welt bei Johannes ist immer das eigene Gottes, das ihn nicht aufnimmt. Das ist Welt, Kosmos bei Johannes.
nicht die Schöpfung, die in sich gut ist. Denn alles, was in der Welt ist, und das wird dann definiert, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, die Grundversuchungen des Menschen, schon im Paradies. Da, wo zum ersten Mal die Welt im johannäischen Sinn entsteht, in der Ablehnung gegen Gott, im Habenwollen, in dem sich nichts schenken lassen wollen, sondern sich selber behaupten. Das ist Welt. Und das ist Dunkelheit und Finsternis, die kein Licht einlässt. Das ist in sich selbst vermauerte Welt. Wir leben mitten darin. Diese Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, gleich in welchem Lebensalter, ob noch im Stadium des Glaubens, der Würde und Weisheit oder der vollen Kraft, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.